Ja, heute Vormittag werde ich hier referieren zu ja, Regulatorik und dann Smart Balancing, was Inhalt meiner Doktorarbeit ist. Ich habe mich ja gestern schon kurz vorgestellt, Felix Röben, Ende 2016 hier im Projekt NEW 4.0 eingestiegen und ja, habe dann relativ schnell das Projekt und auch Hans Schäfers kennengelernt, der mich dann sag ich mal, auf dieses Thema Smart Balancing gestoßen hat und seitdem forsche ich in diesem Gebiet. Und genau, heute möchte ich Ihnen ein bisschen Praxis, Regulatorik, Wissenschaft, Simulation, so ein paar Schlagwörter in diese Bereiche abdriften. Simulation kommt ganz zum Ende. Mehr ja, Praxis, Regulatorik und ein bisschen mit der Wissenschaft unterfüttert. Genau, gestern ging es ja schon um Frequenz, um Regelzonen, um Netze. Da wollte ich Sie jetzt noch einmal ganz kurz abholen, damit wir da eine Idee von haben. Und dann wird es tatsächlich um das EU-Winterpaket gehen und dann im zweiten Block heute Vormittag um Smart Balancing. Also was wir unter Smart Balancing verstehen, das kann man ja, ist ja erstmal nicht so viel aussagender Begriff. Genau, einmal ganz kurz nochmal inhaltlich die Abgrenzung Frequenz, Regelzone, Netz. Ja, die Frequenz, wir haben gestern schon gesehen, 50 Hertz. Und wenn ein Kraftwerk ausfällt, dann wird das mit Regelenergie wieder zurückgeführt auf 50 Hertz. Wird auch gern mit so einem Tacho angezeigt. Und mal so salopp gesagt, das ist mehr oder weniger der Herzschlag, der hier im Synchrongebiet, das ist da unter dem Tacho nochmal angezeigt. Also halb Dänemark ist noch dabei, nach unten geht es sogar weiter bis Nordafrika. Und dann ja, in Osteuropa ist dann irgendwann so ein Cut zu dem zweiten Netz, was dann bis nach Moskau geht. Aber das ist hier nicht Thema. Ja, Regelzone ist im Endeffekt ein rechtlicher Rahmen, wo man Regeln definiert und meistens innerhalb von Ländergrenzen. Und es geht eigentlich darum, für Handel innerhalb dieser Zone und zwischen den verschiedenen Zonen rechtlichen Rahmen zu schaffen. Und dann gibt es noch die dritte Ebene, das ist hier unten dargestellt, diese ganz vielen kleinen Punkte. Das ist nämlich das Netz, die Infrastruktur. Und die soll erstmal diesen Ansatz, den man in der Regelzone macht, dass man in Bayern und in Niedersachsen einfach Gebote reinstellt an der Börse und das wird abgewickelt und funktioniert, das muss dieses Netz natürlich irgendwie bereitstellen. Also ist die Infrastruktur, um diese Regelzonen, ja, um diese Marktregeln, die aufgestellt werden, überhaupt erst zu ermöglichen. Hätten wir keine Verbindung zwischen Nord- und Süddeutschland, dann würde auch kein ja, Handel von elektrischer Energie möglich sein, das ist ja ganz logisch. Jetzt das nochmal ein bisschen Abgrenzung Physik und Systemdienstleistung, finde ich immer ganz wichtig, wenn wir über Regelzonen reden. Eigentlich sind die physikalischen Grenzen Frequenz und Netz. Die Regelzone ist erstmal nur ein, ja, wie Ländergrenzen auch, erstmal nur ein Gebilde, um sich auf Regeln zu einigen. Also hier sehen wir eben links Frequenz und Netz als physikalische Größen, und dann rechts die Systemdienstleistungen, die daraus resultieren, die wir brauchen, um das Netz stabil zu halten. Gestern klang es schon kurz an, die Momentanreserve, also die Energie, die in den rotierenden Massen steckt, dieser riesen Kraftwerke, die überall in Europa verteilt stehen, die puffern schon mal so den Abfall der Frequenz und auch einen Anstieg. Und danach die Primärregelleistung, die dann entsprechend innerhalb von 30 Sekunden schon reagiert, also dezentrale Frequenzmessung, Reaktion auf die Frequenzänderung. Und unten Netze, ja, da haben wir auch schon einiges gehört, Redispatch, Einspeisemanagement und dann diesen eher innovativen Ansatz der Netzampel. Wobei wir ja auch gestern gelernt haben, dass es im Endeffekt auch eine Art Nodal Pricing und das wiederum gibt es schon in anderen Teilen dieser Welt. Ja, und nochmal der Punkt, wo ist da jetzt Power Balancing, wo ist da jetzt die Regelzone einzuordnen, da irgendwie dazwischen. Also es ist leider nicht so einfach, dass wenn Primärregelleistung aktiviert wird, danach kommt Sekundärregelleistung in der gleichen Größe und dann wird das zurück auf 50 Hertz geführt. Das ist die Lehrbuchansicht, die mit der Realität leider nichts zu tun hat. Wie gesagt, Primärregelleistung, dezentrale Messung der Frequenz. Und wenn die Frequenz höher 50 Hertz ist, dann regle ich mein Kraftwerk runter. Oder wenn ich jetzt hier ein Aluminiumhersteller bin, dann steigere ich meine Produktion, meine elektrische Last.
oder andersrum, Frequenz unter 50 Hertz, dann mache ich genau das Gegenteil. Ja, das ist komplett separates System zu dem Sekundärregelcontroller. Der misst im Endeffekt an den Kuppelstellen ins Ausland die Stromflüsse. Und dann wird das alles aufsummiert und dann wird geguckt, was haben wir denn eigentlich jetzt in Summe diese Viertelstunde verkauft ins Ausland oder eingekauft. Das wird abgeglichen, die Differenz gebildet. Und das ist das, was dann in den Sekundärcontroller geht. Also zwei separate Kontrollsysteme. Und ja, wenn da zwei Kraftwerke nebeneinander stehen, sagen wir mal zwei Batterien, die eine macht primäre Leistung, die andere sekundäre Leistung, dann kann das gut sein, dass die eine Batterie sich entlädt und die andere lädt. Dann fließt der Strom gegenüber hin, um das mal bildlich zu machen. Also es sind zwei separate Systeme, die natürlich diese hohe Zuverlässigkeit, die wir in Europa genießen, an, ja, ich sag mal, wann hatten wir mal einen Stromausfall? Eigentlich nie. Also das garantiert dieses entkoppelte System, aber ja, es ist leider auch etwas kompliziert, weil was soll Power Balancing machen? Was soll diese Regelung der Sekundärregler denn bewirken? Er soll auch die Leistungsflüsse in andere Länder, ja, ungeplante Leistungsflüsse in andere Länder begrenzen. Also sind wir wieder beim Netz. Es geht also nicht nur um Frequenzrückführung, es geht auch darum, die Netzkuppelstellen nicht zu überlasten. Deswegen hier die beiden gestrichelten Pfeile. Das nochmal zu verdeutlichen, dass es, ja, Power Balancing ist kein Selbstzweck, es zahlt auf diese zwei physikalischen Gegebenheiten ein. Und tatsächlich haben wir aber in diesem Bereich die meisten Systemdienstleistungen, landesweit organisierte Dinge. Das ist einfach irgendwie einfacher. Und ja, da sind dann eben sekundäre Leistungen zu nennen, Minutenreserve. Und dann, was wir gestern auch schon gehört haben, dieses Imbalance Netting, das findet auch in diesem Block statt, wo dann Abweichungen verschiedener Länder gegeneinander aufgenettet werden, sodass dann beide nichts machen müssen, wenn die Kuppelstellen das hergeben. Genau, also das war mir nochmal wichtig, das aufzuzeigen. Alles gestern schon mal genannt worden. Ja, genau, Physik, Rechtsrahmen, Systemdienstleistung habe ich es hier nochmal genannt. Und genau, sind alle wach. Nochmal der Hinweis, nur die Regelzonen, das ist ein, haben wir uns darauf geeinigt. Wie gesagt, meistens Ländergrenzen. Ist ein Rechtsrahmen, in dem wir Marktregeln definieren können, damit wir handeln können. Ja, was bringt das für Komplikationen? Da haben wir gestern auch schon einige Eindrücke gehört, auch vom Netzbetreiber in Schleswig-Holstein, der da tagtäglich mit zu tun hat. Hier mal eine schöne Abbildung in Anlehnung an einen Vortrag von Professor Moser. Ja, was sind eigentlich die Optionen, wenn wir jetzt so viele Netzengpässe haben? Ich rede noch mal ganz kurz über Netze und dann gehe ich rüber. Dann bewege ich mich nur noch in der Regelzone, um das nochmal abzuschließen. Smart Balancing findet in der Regelzone statt. Ein kurzer Exkurs nochmal zu den Netzen. Ja, was kann man alles machen? Ganz rechts, ja, sehr OPEX-stark. Also es, ne, wir haben gestern schon gehört, es geht um Milliardenbeträge, die jährlich da anfangen für Redispatch, Einspeisemanagement. Also da wird kurzfristig geguckt, ja, das gibt das Netz jetzt nicht her, es wird abgeregelt, woanders werden Dinge hochgeregelt. Ja, man sieht schon, das ist sicher viel Arbeit hier, der Mensch da am Computer schwitzt. Man könnte dann sagen, man designt diese Regelzonen neu, dass dann irgendwie neue Investments getätigt werden, Kapazitäten an Kraftwerken an wichtigen Stellen ausgebaut werden. Das geht so ein bisschen in präventive Maßnahmen, aber ja, eigentlich, wenn wir ganz links sind, das ist natürlich das Teuerste, ist erstmal kurzfristig, aber langfristig sollte es dann das Billigste werden, OPEX wird kleiner, wenn wir einfach das Netz so ausbauen, dass dieser Handel oder alle Handelsaktionen, die ausgeführt werden, auch tatsächlich eintreten können. Wir also nicht noch nachträglich wieder sagen müssen, ja, du, hier ist dein Geld, aber mach mal trotzdem nicht oder hier nochmal ein Kraftwerk hochfahren und darunter. Ja, das ist quasi, das sind die Möglichkeiten, die es gibt. Und da werde ich einmal noch drauf kommen, aber ansonsten werde ich nicht so viel über Netze reden, sondern ja, über mehr oder weniger über Geschäftsmodelle, die innerhalb einer Regelzone möglich sind. Und das sind ja auch die interessantesten für die Marktteilnehmer. Diese Netzampel, das ist ja ein Exot, den es dann ab Dezember auch erstmal wahrscheinlich nicht mehr geben wird. Deswegen, was gibt es überhaupt innerhalb der Regelzone? Es geht im Endeffekt um Energie und Flexibilität. Ja, Energie wird in
ja, Day-Ahead in Stundenprodukten, dann Intraday wird das in 15-Minuten-Blöcke aufgeteilt. Also oben links, das sind diese Over-the-Counter-Geschäfte, aber auch die Day-Ahead-Märkte. Und danach dann bis 15 Minuten vor Echtzeit, vor Realtime, die Intraday-Märkte. Ich habe hier doch auch einen Laserpointer. Irgendwo auch nicht. Ja, und was wir auch gestern schon mal gehört hatten, nochmal in Erinnerung rufen, es gibt sogar die Afterday-Märkte, wo man nochmal Fahrplanabweichung gerade ziehen könnte, wenn man da einen Handelspartner findet, der eben eine Abweichung in eine andere Richtung hatte. Also nochmal so Feinheiten am Markt. Ich möchte das gerne gegenüberstellen, was sind die Opportunitäten für Flexibilität? Also ich kann nicht nur Energie liefern, ich kann das auch relativ spontan hochregeln oder runterregeln. Dann reden wir über Flexibilität. Da gibt es die Regelenergiemärkte zu, da hat Hans Schäfer gestern schon drüber geredet. Ich eben auch nochmal die drei Produkte, die da in Deutschland am Markt, ja, die man am Markt vertreiben kann. Primärregelleistung, Sekundärregelleistung und Minutenreserve. Das passiert auch mittlerweile alles Day Ahead. Und dann für den nächsten Tag so 4 Stunden Zeitscheiben, die man da anbietet. Ja, ist schon mal das Erste, was man sieht. Energie kann man noch kurzfristiger handeln als die Flexibilität. Also unten steht hier noch unter, jetzt habe ich hier, ja, ist da wieder, Fahrpläne übermitteln, das gehört eigentlich mehr zu, ja, den Intraday-Märkten. Also wenn ich am Intraday-Markt noch handle, dann kann ich meinen Fahrplan natürlich entsprechend noch anpassen. Das geht auch bis 15 Minuten vor Echtzeit. Und wenn ich dann irgendwie in Skandinavien handle bis 5 Minuten vor Echtzeit, dann muss ich das halt irgendwie nachträglich noch mit dieser Afterday-Geschichte da gerade ziehen. In Deutschland habe ich quasi 15 Minuten vor Echtzeit schon meinen Fahrplan ermittelt. Es gibt noch Möglichkeiten zu handeln, aber das ist jetzt auch nicht das Thema im Detail. Und ja, dann in Real-Time, also da rede ich dann über die Erbringungsviertelstunde, da gibt es dann den Balancing-Prozess, also Aktivierung von Regelenergie. Und was dann auch alles später passiert, Kosten und Erlöse, also für die Abweichung der Fahrpläne werden dann entsprechend nochmal Rechnungen verschickt. Oder aber auch, was wir uns gleich nochmal angucken, es gibt auch Erlöse, also Fahrplanabweichungen können auch Geld einbringen, aber das nur am Rande schon mal vorweggenommen. Ja, nochmal zusammengefasst, also Handel von elektrischer Energie bis 15 Minuten vor Realtime und auf dann den Afterday-Märkten. Und Flexibilität, ja, eigentlich gibt es keinen echten Realtime-Wert für Flexibilität. Es ist, ja, wie ich hier schreibe, ein Day-Ahead-Gebotsverfahren. Da kann man sagen, wenn morgen das benötigt wird, für den und den Preis halte ich das vor und wenn ich dann aktiviert werde, möchte ich nochmal das. Aber es gibt jetzt keinen echten Wert für Flexibilität, den jetzt jeder kennen würde. Also ja, das ist so die Unterscheidung. Ich kann Flexibilität vermarkten, Day Ahead, aber in Echtzeit soll ich mich an meinen Fahrplan halten. Genau, Balancing-Strategien, das geht schon so ein bisschen in die Richtung. Bevor ich gleich zum EU-Winterpaket komme, wollte ich da einmal den Fokus drauf lenken, damit sie im zweiten Block nicht erschlagen werden. Wollte ich schon mal einen kleinen Einstieg hier auch machen. Also Balancing-Strategie in Deutschland, haben wir schon viel gehört. Ungleichgewicht durch einen Ausfall, immer das schöne Beispiel. Die Waage steht schief oder die Frequenz fällt entsprechend. Und die Netzbetreiber, die aktivieren dann entsprechend ein Kraftwerk in der gleichen Größenordnung. Also wenn wir jetzt hier einen 1 Gigawatt Kraftwerksausfall haben, dann springt da woanders ein Regelenergie-Kraftwerk ein mit der gleichen Größe. Ganz simpel mal dargestellt. Und dann gibt es eben diesen anderen Ansatz, den wir untersuchen, weil die Holländer das schon seit fast, ich glaube jetzt mittlerweile seit 20 Jahren so machen. Die veröffentlichen einfach den Systemzustand in Echtzeit und sagen sogar, was für ein Ausgleichsenergiepreis jetzt gerade aktuell ist. Der kann sich noch ändern, aber es gibt einen Indikator dafür, was wäre denn jetzt eigentlich eine sinnvolle Fahrplanabweichung und womit schade ich gerade diesem Gleichgewicht. Also es ist ja immer so, wenn ich nochmal zurückgehe, wenn jetzt hier auf der linken Seite der Waage ja, wieder ein großer Verbraucher steht, der jetzt gerade zu wenig verbraucht, dann wäre das ja gut, weil das Kraftwerk ist ja ausgefallen. Der weiß davon aber nichts und im Zweifel würde er nochmal sagen, ja schnell nochmal mehr Strom verbrauchen, wir wollen unseren Fahrplan einhalten. Würde die Schieflage also verschlimmern.
In Holland wird das wahrscheinlich nicht passieren. Die gucken dann da auf die Website und sagen, eigentlich ist ganz gut. Die haben gerade ein riesen Ungleichgewicht hier in der Regelzone. Also super, dass wir gerade zu wenig Strom verbrauchen. Lassen wir mal so. Und mit dieser Fahrplanabweichung helfen wir dem System und sparen sogar noch Kosten. Darauf kommen wir später. Dazu noch die Erwähnung, das ist nur eine Ergänzung zur Regelenergie. Es kann es nicht absetzen. Hier mal natürlich nur schematisch dargestellt. Also in so einem Fall von einem Kraftwerksausfall wird natürlich trotzdem die Regelenergie erstmal, also dieser Fehler, das Ungleichgewicht ist natürlich da. Das Kraftwerk würde dann anfangen hochzufahren, aber dann würde schon die Marktreaktion kommen, das ein bisschen abfedern und dann diese Regelenergie, ja, ob das jetzt zurück das auf Null führen kann oder wie genau das ist, das einmal dahingestellt, aber es würde auf jeden Fall dazu beitragen, dass weniger Regelenergie aktiviert werden müsste. Das ist der Grundgedanke von Smart Balancing, wie wir ihn im Projekt verstehen und versuchen. Und jetzt gibt es schon direkt die erste Frage. Ganz kurz, das aktuelle Netzungleichgewicht, was ist das mehr als die Abweichung der Frequenz von 50 Hertz? Okay, ja, guter Punkt. Genau, die Frequenz ist ja europaweit, da kann ich ja, ist ja nicht so lange her, noch einmal die zurückspringen. Also die Frequenz, das ist, hatte ich eingangs so plakativ gesagt, der Herzschlag von der gesamten Zone. Und was jetzt hier Power Balancing macht, das guckt eigentlich nur an, was wurde in meiner Regelzone, was sagen alle Fahrpläne aus? Im Endeffekt ist es tatsächlich nur eine Messung der Leistungsflüsse ins Ausland und ein Abgleich, was haben wir denn mit dem Ausland vereinbart. Das heißt, es gibt eine andere Stellgröße. Also es ist nicht die Frequenz. Wenn Deutschland zu viel Strom erzeugt, sagen wir mal, es gibt so eine Situation, wir haben dann doch eine Böe, die das Land zieht, wir exportieren mehr Strom, aber um uns herum fallen zwei Kraftwerke aus, dann ist die Frequenz unter 50 Hertz. Wir müssten aber eigentlich trotzdem Kraftwerke runterfahren. Dann würde Imbalance Netting zum Glück kommen mittlerweile. Vor 10 Jahren hätten wir dann tatsächlich ein Kraftwerk auch runtergefahren und die Frequenz noch weiter von 50 Hertz weggebracht. Und die Primärregelleistung hätte das wieder hochgehoben. Also ja, wie Sie schon merken, da gibt es viele, da regelt man eigentlich die ganze Zeit gegeneinander. Aber das ist ja tagtäglich, also das ist unser täglich Brot. Das ist auch gut, deswegen haben wir so eine hohe Zuverlässigkeit im System, doppelt abgesichert. Aber ja, dieses Powerbalancing zahlt eben ein bisschen auf die Frequenz ein, aber eben auch auf Netzkuppelstellen ins Ausland oder Leistungsflüsse durch Europa. Ja, sonst könnte man natürlich, jeder kann die Frequenz messen, das irgendwie ableiten. Und das kann man sicher auch in Deutschland besser als in einem kleineren Land, weil wir natürlich einen größeren Anteil an der Frequenzabweichung haben als andere Länder. Aber wenn jetzt Frankreich, Spanien, Polen alle gegenübergesetzte Abweichungen haben als Deutschland, dann überwiegt das natürlich. Dann können wir in der Frequenz nichts ablesen. Wenn ich irgendwo so ein riesen Kraftwerk auffällt, müssten die Kuppelstellen ja tatsächlich 5 Minuten überlastet sein. Das heißt, die haben da so eine thermische Reserve. Ja, die Sekundärreserve, dass die da glatt ziehen. Ja, also die Primärregelleistung, beziehungsweise die Kuppelstellen, da wird so viel freigehalten, dass die Primärregelleistung das ausgleichen kann. Also es wird ja überall in Europa gleichmäßig verteilt, dann Leistung eingespeist. Ja, ja. Nee, das würde sich ja verteilen. Also das ist ein Riesen. Also es kommt dann ja aus allen Richtungen. Und ein Kraftwerksausfall. Ja, aber die sind danach ausgelegt. Also wir haben das N-1-Kriterium und alle Kuppelstellen sind danach ausgelegt, dass jedes Kraftwerk oder jede Leitung einmal ausfallen könnte. Problem gibt es immer, wenn zwei Dinge gleichzeitig schiefgehen. Oder wenn für Wartungszwecke mal kurz was ausgeschaltet wird oder ne, diese. Der Emsland-Case, wo Meyerwerft hat ein großes, schönes Schiff gebaut. Dann wird mal eine Oberspannungsleitung ausgemacht, weil man hat simuliert, das klappt. Aber dann war doch irgendwie ein bisschen mehr Leistungsflüsse und dann fiel eine zweite Leitung aus und dann hat man ja, in großen Teilen Europas einen Stromausfall verursacht. Aber jetzt eine Leitung, die ausfällt, ist erstmal kein Problem. Problematisch wird es, oder ein Kraftwerk ausfällt, das ist alles danach ausgelegt. Und ja, dass da jetzt die Kuppelstellen nur so klein waren, da würde ich sagen,
In dem Fall würde dann halt, das haben die sicher simuliert, die haben ja einen riesen MATLAB, ich weiß nicht, wo drin die Netzbetreiber alles simulieren, aber da würde ich denen mal das zutrauen, dass sie das N-1-Kriterium auch auf jeden Fall einhalten können. Auch wenn ein 3 Gigawatt Kraftwerksblock ausfällt. Ja, es war nicht im Bereich Gigawatt, aber wie gesagt, die Energie kommt dann ja von allen Seiten. Ja, würde ich so sagen, das müsste eigentlich klappen. Danach ist es zumindest ausgelegt, das System. Genau, also jetzt habe ich Ihnen erklärt, was wir unter Smart Balancing verstehen. Oder sagen wir, das ist der Ansatz, den ich untersuche. Und ja, wenn Sie Firmen sind mit dem Begriff Passive Balancing, das ist eigentlich mehr oder weniger dasselbe. Wir haben da noch ein paar Nuancen reingebracht, die das ein bisschen weiterdenken, aber in der Literatur findet man auch oft den Begriff Passive Balancing. Das ist geprägt aus Sicht der Übertragungsnetzbetreiber, weil das ist so ein, ja, man weiß nicht genau, was da passiert. Regeln kann man aktivieren, da gibt man den Signalen, da machen die, was man will, da gibt es Regeln, alles super. Aber auf die Marktteilnehmer hat man dann mit diesem Passive oder Smart Balancing keinen direkten Einfluss mehr. Also man veröffentlicht irgendwelche Signale und dann sollen die Marktteilnehmer den Bedarf an Regelenergie reduzieren. Aber ob die das machen, das kann ich nicht vorher sagen. Ich kann davon ausgehen, bei bestimmten Preissignalen werden sie ja schon tun. Aber wie viel und so, das ist dann wieder ja, tagesabhängig. Das ist ein Grund, warum es das in Deutschland so nicht gibt und warum Netzbetreiber da erstmal überzeugt werden möchten. Ja, smart ist das Ganze aber natürlich aus Sicht der Marktteilnehmer, weil das gar nicht so trivial ist, als wenn man diese Echtzeitsignale hat. Ja, erstmal muss man natürlich gucken, was bin ich hier? Bin ich ein großer Verbraucher, Erzeuger? Bei konventionellen Erzeugern ist es wahrscheinlich am einfachsten, aber die werden ja nach und nach größtenteils verschwinden. Wenn ich jetzt ein großer Verbraucher bin oder was auch immer, Kühlaggregat habe, dann muss ich natürlich eine weitere Opportunität irgendwie mir überlegen, was ich damit mache in Echtzeit. Eventuell Flexibilität vorhalten, weil ich sage, das könnte sich lohnen. Und es geht nicht nur darum, finanziell zu optimieren, sondern auch noch eine Risikobewertung in Echtzeit zu machen. Und wenn das alles klappt, dann kann ich meine Kosten reduzieren. Ja, das war so die Idee, Anfang NEW, das kann man doch mal untersuchen. Und dann bin ich quasi losgegangen mit Hans zusammen und habe gesagt, ja, was hat denn das jetzt mit dem Marktdesign zu tun, was ist eigentlich dieses EU-Winterpaket, das war da ganz brandaktuell, Winter 2017. Genau, welche Designparameter beeinflussen diesen Ansatz, welche potenziellen Nachteile könnten sich auch ergeben. Und dann ja, sind wir losgegangen, haben eine Analyse von den Regeln in Deutschland, Niederlande und gemacht und dann nochmal abgeglichen, was sagt eigentlich das EU-Winterpaket. Und dann, vielleicht haben Sie davon schon gehört, die EBGL, am Anfang geistert auch mal GLAB rum, aber EBGL hat sich, glaube ich, jetzt etabliert, Electricity Balancing Guideline. Was soll das denn jetzt schon wieder? Ja, sind wir quasi losgegangen und so kam auch dieser erste Block zustande, weil das, was wir da gelernt haben, versuche ich Ihnen jetzt in einer Stunde zu vermitteln. das EU-Winterpaket ist natürlich ein Riesenbereich. Ich werde das ganz kurz einordnen, welchen kleinen Fitzel ich mir angeguckt habe. Dann Marktdesign heute, der europäische Einheitsmarkt, wenn man es so nennen mag, was da angedacht ist im Rahmen dieses Winterpakets. Und dann, was bedeutet das für Deutschland? Ja, hier ist eine schöne Einordnung von Agora Energiewende, von Herrn Graf mal auf dem Strommarkttreffen vorgestellt. In Anlehnung daran habe ich mir diese 16 Punkte mal geklaut. Und Flexibilität ist ein großer Bereich, fast die Hälfte der Punkte kann man da irgendwie drunter fassen. Ja, Märkte und Preise hier auf der rechten Seite. Ja, auch relevant, aber nicht so der Fokus jetzt für Smart Balancing. Versorgungssicherheit, also eine Vorhaltung von Kapazitäten im Netz und dergleichen. Risikomanagement, auch so ein kleiner Block. Steuerung, Governance, wie man es auch immer übersetzen möchte. N2E gab es schon vorher. Das sind alle europäischen Übertragungsnetzbetreiber, die diese Regelenergiemärkte organisieren. Acer ist im Endeffekt da, wo die Bundesnetzagentur sich mit den anderen, also analogen Organisationen der Nachbarländer, der europäischen
Länder zusammensetzt und das aus Regulatorsicht bewertet. Und dann, wo heute so ein bisschen der Fokus drauf liegt und gestern eigentlich auch drauf lag, ist hier diese TSO-Kooperation, also Übertragungsnetzbetreiber. Entschuldigen Sie, dass das durcheinander ist mit den englisch-deutschen Begriffen, Abkürzung vor allem. TSO steht für, wer es nicht weiß, Transmission System Operator, also werden wir heute einen von hier zugeschaltet bekommen aus Bayreuth, zum Beispiel Tenet. Genau. Ja, Balancing und Gebotszonen hatten wir eben schon drüber geredet und Fokus ist heute Balancing, Systemdienstleistung. Vorrangige Übertragung gibt es heute nicht drum. Und regionale Betreiber auch nicht, auch wenn das ein sehr spannender Bereich ist. So, jetzt habe ich das ein bisschen eingegrenzt. Marktdesign heute will ich, das kann man ja auch Wochen füllen, sich das alles anzuschauen. Ich möchte jetzt nur mal zeigen, wie viele Reserven werden hier vorgehalten, am Beispiel der Sekundärregelleistung, so ein bisschen der Fokus bei Smart Balancing. Was sind eigentlich die Anforderungen? Jetzt, wir haben schon viel gelernt über Deutschland, mal gucken, was machen die Nachbarländer. Wie wird eigentlich Flexibilität aktiviert und wie wird das am Ende abgerechnet? So, können Sie das erkennen? Wahrscheinlich nicht. Ich erzähle Ihnen, was Sie hier sehen. Dieser große Part unten rechts, das ist Deutschland und das ist der ganze Kreis, das sind die europäischen Länder und es geht darum, wie viel Sekundärregelleistung wird eigentlich vorgehalten. In Deutschland sind das ungefähr 2 Gigawatt. Links ist die Kraftwerke, die hochfahren, links die runterfahren. Mal analog dazu die Verbraucher denken, die da auch das einfach das Gegenteil machen. Verbrauch kann runterfahren, das ist dann upward oder positive Regelenergie. Und man sieht schon, ja, Deutschland hat einen riesen Part, wir haben ja auch den größten Stromverbrauch. Aber im Gesamtbild ist das dann doch nur irgendwie ein Viertel. Also insgesamt bewegen wir uns über 8 Gigawatt an Kraftwerken, nur sekundäre Leistungen, die hoch und runter fahren können, überall in Europa verteilt. Und wie das in Deutschland organisiert ist, wissen wir mehr oder weniger jetzt von gestern. Und was machen die Nachbarländer? Nochmal zu den Zahlen vorher, finde ich ganz spannend hier. Die Bilder sind aus einer schönen Studie von NZOE, Hilfe von eBridge und auch Professor Moser. Ist ja Zufall, dass der hier wieder auftaucht. Die Farbkodierung zeigt im Verhältnis zu so einer Regel, die im Gridcode steht, sind wir jetzt hier überversichert oder unterversichert. Rot ist unterversichert, wenn man so möchte, nach dieser ist ja keine Regel, sondern ein Anhaltspunkt, sieht man unter 50%. Dieses Wertes wird eingehalten in der skandinavischen Zone. Und jetzt hier sieht man gelb, das ist quasi der höchste Wert, über 200% dieses Anhaltswertes, was an Sekundärregelleistung vorgehalten wird, sind wir hier in Deutschland und der Schweiz. Also ja, man könnte sagen überversichert oder aus guten Gründen sind wir da sehr gut versichert im Vergleich zu den Nachbarländern. Also blau wäre quasi die Empfehlung, die 100% nach diesem Wert, nach dem man sich richten kann. Und wie man sieht, da ist auch einiges blau. Also scheinbar halten sich da auch ein paar Länder dran. Und in Skandinavien hat man wohl gesagt, ja, das ist überversichert. Also dieser Wert, den brauchen wir gar nicht. Die Hälfte reicht uns. Und in Deutschland hat man eben gesagt, ja, wir brauchen eher das Doppelte, vielleicht sogar das 2,5-fache. Und das zeigt auch die nächste Folie ganz gut, weil wenn man das in Korrelation setzt mit der Spitzenlast, dann sieht man, dass es hier so in Deutschland bei 3-4% ist. Und in anderen Ländern, also es relativiert das ein bisschen, in Polen ist es auch bei 3-4%, aber eben auf der Slide hat man gesehen, nach dieser Regel haben sie 100%, also kann man sich darüber streiten. Was jetzt der wichtigere Indikator ist, die Gesamtenergie, das ist dieses L-Max. Die Gesamtenergie übers Jahr, die man verbraucht, oder ist es doch die Spitzenlast, die man verbraucht, wonach soll man sich richten? Offensichtlich ist das schon ein erster Unterschied. Und dann gehen wir gleich an die Technik. Was sind die Unterschiede in den Anforderungen an die Flexibilitätsanbieter? Da ist insbesondere die Rampe, die man erbringen muss, zu nennen. Diese Full Activation Time, wenn wir vorhin über 5 Minuten geredet haben, das ist diese Full Activation Time. Also es geht nicht darum, nach 5 Minuten zu reagieren, sondern in 5 Minuten komplett da zu sein, wenn ich ein Signal kriege.
Und das ist aber auch unterschiedlich, das ist nicht überall in Europa 5 Minuten. Und dann gibt es noch so verschiedene Aktivierungsstrategien und Signale, die ich Ihnen auch gerne einmal zeigen möchte, um das mit dem Einheitsmarkt ein bisschen einordnen zu können. Vorab gibt es immer so einen Check, das ist schon unterschiedlich. In Deutschland gibt es so einen, also wenn man sich präqualifizieren möchte, ich habe ein Kraftwerk, ich will an diesen Regelenergiemarkt, dann sagt der Netzbetreiber, super, danke fürs Formular, ja, okay. Dann machen wir doch mal fahren wir doch mal hier so 2 Höcker ab. Ich schicke ein Signal und wenn das alles klappt, dann glaube ich dir, dass du das immer kannst und dann kannst du auch an diesen Regelenergiemärkten mitbieten. Das ist jetzt so ein Beispiel, in Deutschland sind es 2 Höcker in eine Richtung. Und man sieht hier schon, das machen die meisten so, aber ein paar Länder, zum Beispiel die Niederlande, die gucken einfach nur auf dem Papier, ob das theoretisch machbar ist. Wenn die das einreichen, dann werden die das schon können. Da wird mehr vertraut quasi und dann gibt es noch Länder, die einfach nur die Rampe testen. Aber ja, das ist nur, wie man an diesen Markt kommt, an diese Regelenergiemärkte. Der zweite Unterschied, ich habe es eben schon gesagt, die Full Activation Time nochmal hier gezeigt. Was bedeutet das? Also wenn man 5 Minuten Full Activation Time hat, dann kann man sich die Rampe ausrechnen. Umgekehrt, wenn man die Rampe hat, kann man auch die Full Activation Time zurückrechnen. Und dann gibt es noch diesen Wert, das ist bei Sekundärregelleistung in Deutschland 30 Sekunden, diese Zeit, bis man dann anfangen muss hochzufahren. Also ich kriege das Signal, also das ist ja... Dann muss man intern noch eine Kette da initiieren, einen Prozess initiieren, bis dann wirklich das Kraftwerk anfängt hochzufahren. Und da hat man dann auch unterschiedlich viel Zeit. Das ist jetzt nicht Thema, was ich Ihnen einmal zeigen wollte, diese Full Activation Time. Die variiert von 2 Minuten zu 15 Minuten. Also wir sind in Deutschland ziemlich schnell mit 5 Minuten, aber in dem nordischen, also im skandinavischen, der Synchronzone, da ist es tatsächlich 2 Minuten. Die sekundäre Leistung, also nochmal einen Ticken schneller. Und ja, man sieht hier aber auch sehr divers. Ein paar Länder haben noch 15 Minuten und Belgien hat zum Beispiel 7,5 Minuten. Also nächster Nähe ganz unterschiedliche Ansätze. Was man natürlich im Hinterkopf haben sollte, wenn man jetzt gleich an die Einheitsmarktdebatte denkt. Noch ein Unterschied, wie wird diese Flexibilität eigentlich aktiviert? In Deutschland haben wir eine Aktivierung nach der Merit Order, das heißt, das billigste Gebot, jetzt rede ich über den Arbeitspreis, Leistungspreis ist schon am Vortag passiert, Arbeitspreis, was kostet mich jetzt die Megawattstunde? Da wird das billigste Kraftwerk, die billigste Reserve zuerst aktiviert und dann, wenn das nicht mehr reicht, dann schicke ich ein Signal an das zweite und das kann dann entsprechend auch, wie man hier sieht in Gelb, auch nur die Hälfte, also zur Hälfte aktiviert werden. In den meisten Ländern Europas ist tatsächlich so, dass gesagt wird, diese ganzen Kraftwerke, die jetzt in dieser Liste stehen, die aktiviere ich alle zu 5%. Wenn eins da das nicht hinkriegt, eins zu langsam, eins zu schnell, das gleicht sich dann vielleicht irgendwie aus oder wie auch immer. Auf jeden Fall traue ich jetzt nicht nur diesem einen roten Kraftwerk da, sondern alle sollen in Summe da diese Leistung, die mir fehlt, erbringen oder aufnehmen, wenn es zu viel da ist. Ja, und das war auch so eine Sache, die mich überrascht hat. Dass wir da quasi mit Holland zusammen fast ein Exot sind. Aber ja, gerne dazu auch Kommentare, was Sie dazu denken. Aber das wird natürlich jetzt bei dieser Pro-Rate-Aktivierung dazu führen, dass wenn ich die gleiche Merit-Order-Liste annehme, dass der Preis, der sich einstellt, höher ist. Also bei Merit-Order nehme ich natürlich die billigste komplett zuerst mit, dann die nächst teure. Bei Pro-Rate-Aktivierung alle gleichmäßig, das heißt, sie kriegen natürlich auch den Preis. Entsprechend zahle ich dann schon am Anfang das teuerste Kraftwerk, zwar nur anteilig, aber es wird schon zu einem Bruchteil aktiviert. Also mit der gleichen Liste wird es teurer werden. Ob sich dann aber wiederum ein anderes Geburtsverhalten einstellt, das ist dann wieder Spieletheorie. Auch ein spannendes Feld, aber damit habe ich mich nicht beschäftigt. Und dann gibt es noch diese Signalübermittlung, auch ein spannendes Thema. In Deutschland haben wir schon gelernt, es gibt quasi alle 4 Sekunden einen neuen Sollwert, der berechnet wird von den Netzbetreibern. Und bei der Aktivierung ist es aber tatsächlich so, dass direkt dann ein Signal
an die Reserven geht und die sollen das dann bitte in, also mindestens mit der Full Activation Time, mit dieser Rampe hochfahren, können sie aber auch gerne schneller machen, wenn sie wollen. In den meisten Ländern in Europa ist es tatsächlich so, dass es alle 10 Sekunden ein Signal gibt und dann wird also quasi, die wissen natürlich schon den Sollwert am Ende, aber die sagen hier Kraftwerk, bitte jetzt 10 Megawatt hochfahren, nochmal 10 Megawatt. Also da gibt es so einen gepunkteten Ansatz, wenn man so will, das ist hier ganz schön dargestellt. Also wenn man das initiale Ungleichgewicht bei beiden gleich, im Roten wird quasi die Reserve in die Hand genommen und zum Sollwert hingeführt und in Deutschland und ein paar anderen Ländern, Skandinavien unter anderem, gibt es halt direkt dieses Signal. Mindestens müssen sie diese Gerade quasi hochfahren. Sie können aber auch schneller sein, wenn sie wollen. Ja, man merkt schon, in einem Detail ist der Teufel, da ist ganz schön viel historisch gewachsen, alles etabliert und funktioniert, aber doch irgendwie unterschiedlich, das auf einen Nenner zu bringen. Ja, vielleicht gar nicht so trivial. Ja, und jetzt die Abrechnung, das ist jetzt kein technisches Problem, aber ja, wenn man sich regulatorische Debatten anguckt, dann ist es manchmal schwieriger, Marktregeln zu harmonisieren, als irgendwelche technischen Hürden zu bewältigen. Deswegen hier auch nochmal ein Blick drauf, weil das auch vor allem jetzt interessant wird für Smart Balancing. Die anderen Geschichten, sind eher zweitrangig, aber hier wird es jetzt spannend. Wie wird vergütet, was wird abgerechnet? Also, wir haben ja schon gelernt gestern von Hans Schäfers, es gibt Regelenergie und Auswärtsenergie, was irgendwie das Gleiche ist und überall wird Geld hin und her geschoben. Und das handhaben die Länder auch wieder ein bisschen unterschiedlich. Ja, das ist jetzt aus der Veröffentlichung, die aus dieser Untersuchung entstanden ist, gerne bei Interesse nochmal nachlesen. Grundsätzlich gibt es einen Kapazitätspreis für alle drei Produkte, die wir in Deutschland haben. Und es gibt einen Arbeitspreis für Sekundärregelleistung und Minutenreserve. Kapazitätspreis, und das ist auch in den Niederlanden genauso. Also die haben auch nur einen Kapazitätspreis für die Frequenzhaltung, für Primärregelleistung. Was aber unterschiedlich ist, dieser Arbeitspreis, der wird eben in Deutschland mit dem Pay-as-Bit-Prinzip vergütet. Das bedeutet, jeder kriegt genau das, was er, ja, wofür er seine Flexibilität angeboten hat. In den Niederlanden gibt es das Marginal Pricing, das bedeutet, die teuerste Reserve, die aktiviert wird, die definiert den Preis für alle anderen vorher aktivierten Reserven auch. Das heißt, ich kann sagen, ich stelle jetzt nur meine Grenzkosten rein ins Gebot, hoffe dann, dass es noch ein teures Kraftwerk aktiviert wird und dann ist das meine Marge. Bei Pay-as-Bid geht das nicht, da muss ich die Marge schon in mein Gebot reinrechnen und sagen, wenn ich dann gezogen werde, dann das passiert vielleicht nur alle paar Stunden mal, dann muss ich so und so viel Geld machen. Ja, gar nicht so trivial bei Marginal Pricing. Fallen die Gebote deswegen ein bisschen geringer aus, weil die sagen, die Marge, die kommt dann hoffentlich, weil ganz teure Reserven aktiviert werden. Genau, kleiner Unterschied hier, Deutschland, Niederlande, hat einen Einfluss natürlich auf das Preisgefüge und damit dann auch auf das Preissignal, was wir für Smart Balancing nutzen wollen. Das Preissignal, was wir für Smart Balancing nutzen wollen, ist ein guter Stichpunkt. Es geht ja um Fahrplanabweichungen, die im besten Fall Systemstützen sind. Wie ist denn dieser Auswärtsenergiepreis in Deutschland überhaupt aufgebaut? Also das ist jetzt wirklich ein spannender Punkt, wo ich dachte, wie kann das sein, dass man das nicht weiß? Es gibt quasi ein Single Pricing, das bedeutet, wenn ich eine netzdienliche Fahrplanabweichung habe, dann gilt für mich der gleiche Preis wie für die, die zu dem Ungleichgewicht beigetragen haben. Nur mein Vorzeichen der Fahrplanabweichung ist ja andersrum, Plus oder Minus. Wir multiplizieren Preis und Abweichung und dann haben wir da einen Wert, der kann positiv oder negativ sein. Also ich kann Geld verdienen mit meiner Fahrplanabweichung oder nicht. Aber das ist verboten. Fahrplanabweichungen sollen vermieden werden. Jetzt gibt es unter Umständen sehr hohe Auswärtsenergiepreise und damit ja eigentlich einen sehr hohen Anreiz, auch sich netzdienlich zu verhalten. Aber man kriegt diesen Preis erstmal nicht in Echtzeit mitgeteilt und wie gesagt, es ist auch nicht erlaubt, nicht vorgesehen. Schon irgendwie so ein kleines Paradox, was wir hier im deutschen Markt haben, aber so ist Stand der Dinge. Und was da im Juni letzten Jahres passiert ist, das hängt damit ein bisschen zusammen.
Da gehe ich auch später nochmal drauf ein. In den Niederlanden, die haben einen anderen Ansatz und das ist eigentlich auch so ein bisschen der, ja, der Kern, warum das mit der Transparenz so gut funktioniert. Die haben noch so einen dritten, also die haben auch Single Pricing, erstmal grundsätzlich, aber was passiert, wenn sie positive und negative Regelenergie aktivieren innerhalb einer Viertelstunde, dann ändern sie das. Dann sagen sie, jetzt haben wir hier einen Nulldurchgang, jetzt wissen wir auch nicht, wen wir belohnen sollen, dann zahlen alle. Also hat man quasi einen Anreiz, sich netzdienlich zu verhalten, aber nicht zu viel. Also wenn das System dann überkippt, die Waage also zurückgeführt wird und überkippt, dann verlieren alle. Das heißt, es gibt einen klaren Anreiz dazu, das auszugleichen, aber dann auch kurz vor Ausgleich quasi das dann noch so leicht im Kippe zu halten und nicht überzukippen. Ja, und das gepaart mit dann Echtzeittransparenz ist dann eben ein Anreiz für Smart Balancing und bestraft Überschwinge, also sollte das auch verhindern. So, das langsam gehen wir hoffentlich zu weniger komplizierten Dingen, aber gibt es hier Fragen? Das ist dann relativ wichtig, aber ich hoffe, das ist allen klar geworden. Ja, das ist noch ein Thema, das hat mich ein bisschen geärgert bei den Datenanalysen. Ich habe mir angeschaut, wie oft passiert das eigentlich in Deutschland, dass positive Regelenergie und negative Regelenergie aktiviert wird innerhalb einer Viertelstunde und dann kam raus, ja, irgendwie immer. Ich glaube, es gab 1-2% der Viertelstunden. Ich weiß gar nicht mehr, welches Jahr, irgendwie 2018, 19 oder so, hatte ich mir mal angeguckt. Da war es also fast zu vernachlässigen. Das kann ja eigentlich nicht sein, dass wir immer beides aktivieren innerhalb einer Viertelstunde. Also haben wir immer diese Nulldurchgänge. Und dann in Holland daneben gehalten, ja, die haben irgendwie gut 10-20% der Viertelstunden gar keine Regelenergie aktiviert. Wie kann das denn sein? Und in den anderen 80% haben sich meistens, ich glaube, nur 10% der Fälle beides aktiviert. Und wir irgendwie immer. Hing aber dann zum Glück, sage ich mal, auch damit zusammen, mit diesem hier, deswegen zeige ich das oder erzähle euch gerade die Anekdote. In Deutschland wird abgerechnet, gemessene Aktivierung von Regelenergie. Und da wird dann teilweise auch was gemessen, was gar nicht aktiviert wurde. Und das wird dann trotzdem vergütet und landet irgendwie in diesen Datensätzen. Ja, konnte ich mit Hilfe von ein paar Flurgesprächen irgendwie nachvollziehen. Aber ist ja ein bisschen bescheuert. In den meisten Ländern wird tatsächlich das bezahlt, was angefordert wurde. Macht auch irgendwie mehr Sinn für dich. Genau, also das war so ein Rundumschlag mal, wie sind die Marktregeln heute in Europa, wo sind da die Unterschiede? Ja, und jetzt kommt das EU. Kann ich nochmal eine Verständnisfrage? Ja, sehr gerne. Also Sie sagen jetzt erstmal unterschiedliche Bezahlungen. Mhm. In den Niederlanden wird das bezahlt, was angefragt wurde. Die gehen davon aus, dass das dann auch bekam. Mhm. Ja, also es ist im Endeffekt. Das Ja, Smart Balancing macht ja jeder eigentlich. Der Smart Balancing ist nichts, wo man sich anmelden kann oder muss. Das macht man einfach. Ich kann ja nichts anfragen. Nee, hier geht es um sekundäre Regelleistung. Also das bezieht sich nur auf die Teilnehmer, die wirklich angemeldet sind. Ja, genau. Entschuldigung. Das ist Regelenergiemarkt jetzt. Kriegen die anderen das bezahlt? Einfach durch die Abrechnung nachher? Genau. Ausgleichsenergiepreis. Also das ist im Endeffekt, wir haben das genauso in Deutschland auch. Am Ende oder ja, im nächsten Monat kommt dann irgendwie eine Abrechnung. Dieser Viertelstunde war die Fahrplanabweichung, ja. Weiß ich, 10 Megawattstunden oder sowas. Und dann, je nachdem, ob das jetzt ein positiver Ausgleichsenergiepreis ist oder negativer. Und das Problem ist mit dem Nulldurchgang, weil wir ja nur in 15 Minutenblöcken abrechnen. Nicht in dem Moment, wo es passiert. Da weiß ich natürlich nicht, wenn ich einmal Plus und einmal Minus war, wie ich das dazu beigetragen habe. Und in Deutschland wird das dann gebittelt oder voneinander abgezogen. Das heißt, ja, genau. Also das Vorzeichen wird quasi definiert von, ja, was jetzt überwiegt, positive oder negative Regelleistung. Es ist, ja, ich weiß gar nicht, wird jetzt wieder was hinzugefügt, irgendwie 6- oder 7-stufiges Berechnungsverfahren, dieser Ausgleichsenergiepreis in Deutschland. Ja, oben steht quasi die Summe der Regelenergieeinsätze, also positiv und negativ. Das hat dann schon mal ein Vorzeichen. Und dann kann aber auch unten, es sind dann die Kosten, für positive und negative Regelenergie. Das kann unter Umständen auch negativ sein, wenn man nur
negative Regelenergie aktiviert, dann gibt es auch manchmal Geld von den Anbietern. Aber ja, am Endeffekt gibt es da Vorzeichen und dieser Auswärtsenergiepreis genau, definiert sich das Vorzeichen meistens darüber, ob es mehr positive oder mehr negative Regelenergie in einer Viertelstunde aktiv war. Genau. Und was jetzt überwiegt, das kann ich eigentlich mit den offiziellen Informationen in Deutschland nicht abschätzen. In Holland kriege ich das jede Minute aktualisiert auf einer Homepage. Das ist so dann der Hauptunterschied. Und das ist jetzt hier das Thema mit der Sekundärregelleistung, hängt damit natürlich zusammen, aber ein separater Markt. Also das ist wirklich ein Markt, wo ich mich präqualifizieren muss. Die Fahrplanabweichung, das ist ja täglich Brot. Es geht nur darum, das in netzdienliche Richtung zu lenken. Ist da noch eine Frage? Ja, haben wir nicht auch in Deutschland ein Dilemma mit den aktuellen Stromlieferverträgen? Ja. Denn die beinhalten normalerweise so ein all-inklusive Risiko-Luxus-Paket. Mit anderen Worten, ich kriege den Strom zu irgendeinem meistens festgelegten Preis und kann mich dann verhalten, wie ich will. Das heißt, ich als Stromverbraucher habe überhaupt gar kein Interesse und auch gar kein Incentive, mich irgendwie vernünftig zu verhalten. Weil ja dafür jemand anders verantwortlich ist, mit meinem Stromlieferant. Ja. Ich kann machen, der hat aber keine Ahnung, was ich als Verbraucher letztendlich wirklich tue. Ja, das ist, sind ja diese. Also was Sie beschreiben, ist ja der Kleinstverbraucher, der Endverbraucher. Also, ab 100 Megawattstunden Verbrauch. Ja, okay, ja, das gibt es natürlich auch. Ja. Okay, ja. Ja, also ab 100 Megawattstunden Verbrauch werde ich ja gemessen vor Ort. Ich kann trotzdem sagen, ich habe da keinen Bock drauf und dass meine Abweichungen, die passieren halt, und je schlechter die prognostizierbar sind, desto teurer ist dann auch der Vertrag. Aber ja, das kann gut sein, dass das immer noch günstig ist, sodass ich keine Lust habe, weiß nicht, als Bäcker oder was auch immer, jetzt ein stromintensiver Betrieb, wo man langsam an diese 100 Megawattstunden rankommt, wenn man da überhaupt keine Lust drauf hat, sich damit zu beschäftigen, weil das ist, man macht ja eigentlich was anderes. Den Strom nutzt man ja nur für die Wertschöpfung. Dann kann man das abgeben sein, das Risiko, das ist dann quasi, weiß ich, bei dem Stromhändler, den man da als Partner nimmt. Bei der ganz großen Industrie, da gibt es eigentlich eigene Bilanzkreisverantwortliche, die im Unternehmen sitzen und das dann bewirtschaften, und da ist es dann, also zumindest die ganz, ganz großen hier in Hamburg, aber ja, die Grenze, wo die jetzt genau liegt, vielleicht ist die schon leicht unter diesen. 30 Stück in Deutschland. Okay. Ja, vielleicht mit Smart Balancing und mehr Opportunitäten wäre das dann ein weiterer Anreiz. Oder es ist einfach, ja, ich würde sagen, auch wie schon gesagt, die Wertschöpfung ist ja nicht der Stromverbrauch oder was auch immer, sondern die Produkte, die dann rauskommen, ist der Fokus, liegt dann einfach auf den Produkten und nicht auf der Bewirtschaftung des Bilanzkreises, was auch verständlich ist. Aber ja, da sind sicher, wenn man an die notwendige Flexibilisierung denkt, muss man da nochmal an diese auch kleineren Industriebetriebe ran, auf jeden Fall. So, jetzt europäischer Einheitsmarkt. Jetzt haben wir geguckt, was ist eigentlich so los. Jetzt möchte ich mir die Guideline für Electricity Balancing hier rauspicken. Als ein Teil des EU-Winterpaketes. Das ist eine Verordnung. Und das heißt, dass sie auch bindend ist für EU-Länder, und sie, ja, soll einheitliche Regeln für alle Marktteilnehmer schaffen. Sie soll die Regelenergieprodukte harmonisieren, und dann, wenn das passiert ist, dann kann man auch die Märkte der verschiedenen Länder, ja, noch das, was noch nicht harmonisiert ist, harmonisieren und dann diese Märkte integrieren. Größere Liquidität, dann werden da gleichberechtigte Märkte geschaffen, die heute eben noch national organisiert sind. Das ist die Idee. Und genau, es gibt ein paar Fristen in dieser Verordnung, und was dann natürlich relevant ist, wo auch ein bisschen Souveränität abgegeben wurde, wenn sich
Also sehr, sehr viel freigelassen. Ja, hier Netzbetreiber und Regulatoren Europas, unterhaltet euch, einigt euch. Aber wenn ihr euch nicht einigt, dann entscheiden wir. Also so ungefähr kann man das verstehen. Diese Fristen, wenn die nicht eingehalten werden, dann gibt es halt, also es gibt ganz viel Stakeholder-Beteiligung und jeder kann sich da einbringen, wer möchte. Aber wenn es keine Einigung kommt, und das ist in Detailfragen manchmal so, dann wird das entschieden und die Harmonisierung, die ist quasi, die steht fest. Wenn man jetzt nicht aus der EU aussteigen will, dann ist es, glaube ich, wird das so kommen und spricht auch nichts gegen. Ist, würde ich sagen, eine sehr gute Sache. Was haben wir für Neuerungen? FreeBits, vielleicht schon mal gehört, der ein oder andere, das ist irgendwann Ende 2018, 2019 kam das dann. Das war so relativ zügig innerhalb von einem Jahr umzusetzen. Also Dezember 2017 kam diese Verordnung raus, ein Jahr später, das war so das Erste, was dann direkt kam. Wir haben ja schon über die zwei Preiskategorien geredet. FreeBits ist im Endeffekt, wer in der ersten Ausschreibungsrunde dieser Leistungspreis, wer da zu teuer war oder nicht gezogen wurde, landet ja nicht in der zweiten Liste. Und dann gibt es jetzt die Möglichkeit, an dem ersten Gebotsverfahren vorbei, gratis ein Gebot auf der zweiten Liste zu platzieren und sagen, wenn es wirklich richtig teuer ist, ich habe die Flexibilität hier stehen, dann stehe ich trotzdem bereit. Ja, also die fallen dann nicht unter die Versicherung, aber sie nehmen dann vielleicht noch den, die ganz billigen Leistungspreis hatten, noch irgendwie einen Teil vom Arbeitspreis da irgendwie weg. Das war so die erste Sache, die dann direkt innerhalb von einem Jahr umgesetzt werden musste. Zweite Sache, die haben wir schon lange, deswegen nur ganz kurz am Rande. Für andere Länder ist das schon ja auch eine Änderung. 15 Minuten haben wir schon, wie gesagt, lange. Es gibt noch ein paar europäische Länder, die noch in Stundenprodukten handeln und komplett ihre Planung betreiben. Das soll harmonisiert werden auf 15 Minuten. Und was in Deutschland dann noch relevant ist, Ende nächsten Jahres irgendwann wird dann aufgrund dieser Verordnung noch dieses Pay-as-Bid-Verfahren, was ich erklärt hatte, geändert auf Marginal Pricing. Das ist auch ein bisschen verbreiteter in Europa und darauf hat man sich geeinigt, weil man sagt, das ist, führt zu besserem Bieterverhalten im Endeffekt. Es geht ja immer darum, Wohlfahrt zu schaffen und in der ersten Idee mit der gleichen Merit-Order-Liste, hatte ich schon an einem anderen Punkt erklärt, ist das mit dem Pay-as-Bid billiger, weil ich zahle jedem nur das, was er geboten hat, aber mit Marginal Pricing werden die Gebote geringer. Also kann man nicht sagen, mit der gleichen Liste wird es teurer oder billiger, die Gebote werden sich ändern. Von daher viel diskutiertes Thema, aber Marginal Pricing kommt jetzt, EU hat es festgelegt. Und dann, wo es jetzt richtig spannend wird, die Harmonisierung der Produkte. Wir haben ja schon über Rampen geredet, dass die sich unterscheiden. Machen wir hier gleich die Liste auf. Es unterscheiden sich auch die minimalen Gebotsgrößen, Auflösung der Produkte, Art der Aktivierung. Das soll jetzt alles harmonisiert werden. Also alle Netzbetreiber kommen jetzt zusammen. Haben sie sich ja vorher auch schon alles gemacht. N2E gibt es ja schon länger, aber jetzt nochmal konkreter Arbeitsauftrag. Jetzt einigt euch mal bitte relativ schnell auf Produkte. Dann können wir die auch unter den Ländern ja, vergleichen und dann können da auch Konkurrenzsituationen auftreten. Harmonisierung und Kopplung der Märkte ist dann der nächste Schritt. Also was bringen wir gleiche Produkte, wenn die an verschiedenen Tagen gehandelt werden? Muss natürlich auch noch die Marktabläufe harmonisieren. Also es muss dann in jedem Land natürlich zur gleichen Zeit das gleiche Produkt auch noch gehandelt werden. Da gibt es dann so ein paar ja, Hinweise, wie das bitte zu gestalten sein sollte. Hier geht es jetzt, ja, also die Energy-Only-Märkte, die Intraday-Märkte, die sind ja schon sehr nah an der Echtzeit und hier nochmal dann der Hinweis oder die Vorgabe, auch die Regelenergiemärkte sollen bitte ganz nah vor Echtzeit sein. Hier steht maximal 8 Stunden vor Echtzeit. Also mit Day-Ahead ist dann schon gar nicht mehr so möglich, wie wir es heute haben mit dieser Vorgabe. Und sie sollen auch bitte nach dem Ende der Energiemärkte sein. Ja, das, wenn wir jetzt denken, wir haben 15 Minuten vor Echtzeit noch Intraday-Märkte, dann muss 10 Minuten vor Echtzeit ja irgendwie der Regelenergiemarkt noch stattfinden. Also das ist schon eine größere Änderung, auch in allen EU-Ländern, also das gibt es gar nicht. Ja, und wenn das dann alles so passiert ist, dann kann man schön diese Gebotslisten zusammentragen, man kann eine Optimierungsfunktion rüberjagen, gucken, was geben die Kuppelstellen her, wo kann ich was aktivieren.
Und dann sollte es für alle günstiger werden. Das ist natürlich immer die Idee. Ja, jetzt hier ein paar Beispiele. Imbalance Netting hatten wir schon gehört, das kommt gleich nochmal ganz kurz, aber das ist kein Markt. Hier ist es schon tatsächlich ein Markt, also es geht um Primärregelleistung, europäischer Term, der sich jetzt auch in dieser Verordnung dann manifestiert hat, glaube ich, dass der sich halten wird, FCR, Frequency Containment Reserve, also Primärregelleistung. Vereinheitlichung der Produkte wäre der erste Schritt. Also wie gesagt, Mindestgeburtsgröße, 1 Megawatt oder so wird es wahrscheinlich werden. Dann zeitliche Abfolge der Märkte synchronisieren und dann die zusammenlegen. Warum ist das relativ einfach? Die Aktivierung, die ist heute schon harmonisiert. In ganz Europa hat man sich in dieser analogen Welt, die Hans Schäfers gestern schön skizziert hat, hat man sich ja schon beim Aufbau darauf geeinigt, jeder misst dezentral die Frequenz und wenn es mehr als 20 mHz abweicht von 50 Hz, dann fange ich an mit der Primärregelleistung. Bei 200 mHz alles, was ich habe, aktivieren. Und das machen diese ganzen Kraftwerke überall in Europa. Das heißt, Aktivierung muss ich gar nicht anfassen. Ich muss nur den Zuschlagsmechanismus irgendwie optimieren. Ja, und das haben die sich folgendermaßen belegt. Also hier merkt man schon, dass das könnte klappen, weil ich überhaupt nicht in die Technik eingreifen muss. Ich muss nur gucken, wie, ja, die Gebote werden wahrscheinlich ein bisschen anders übermittelt, aber das sollte kein Problem sein. Jetzt haben wir hier eine ganz normale Liste, wie sie auch in Deutschland heute quasi die Gebote werden nach der Reihe aufgelistet, billigsten ganz nach links, teuersten ganz nach rechts und dann wird geguckt, wie viel brauche ich, 2 Gigawatt, okay, dann mache ich hier einen Cut, 2 Gigawatt, die kriegen alle ihr Geld. Und genauso wird das in Europa auch sein, wenn wir kein Exportlimit irgendwie erreichen, also wenn dann gesagt wird, ah, hier nach Dänemark haben wir aber nur da ein paar Megawatt noch über, dann wird natürlich, werden entsprechend Gebote rausgenommen. Und jetzt haben wir hier in diesem Beispiel von der NZOE ein Gebot von den Niederlanden, was dann quasi rausfliegt, weil die Kuppelstellen das nicht hergeben. Das Netz würde bei entsprechender Aktivierung überlastet werden. Deswegen verschwindet das leider, das Gebot. Und man muss dann das nächst teure nehmen aus Österreich. Das sind die zwei roten Blöcke. Ist das klar? Ja, ne? Das ist sehr gut. Also ein bisschen, wenn man an gestern denkt, da haben wir auch schon mal so eine Merit-Order-Liste gesehen von Schleswig-Holstein-Netz. Da hat man dann so die Sensitivität noch eingerechnet und dann irgendwie den Preis skaliert. Hier kann man sich das vielleicht ähnlich vorstellen. Hier ist jetzt nichts skaliert, aber dieses Gebot hat dann eben eine Sensitivität auf eine Kuppelstelle, die dann überlasten könnte. Deswegen fliegt sie entsprechend raus. Also geht schon ein bisschen in die Richtung hier wieder, die Netzzustände mit einberechnen und nicht mehr nur in der Regelzone zu denken und zu sagen, Netzengpässe interessieren mich ja nicht. Also so langsam vermischen sich auch diese Themen, Frequenz und Netz wieder. Ja, bei Sekundärregelleistung, eben ganz viel schon gezeigt, ist das ein bisschen komplizierter. Es gibt symmetrische Produkte, unsymmetrische Produkte. Die Auflösung unterscheidet sich auch noch. Teilweise gibt es immer noch wöchentliche Ausschreibungen, hatten wir auch. Die minimalen Geburtsgrößen, es gibt Länder, die haben gar keine mehr. Dänemark hat sehr kleine zum Beispiel. Und dann gibt es auch noch Länder, die haben immer noch die 10 Megawatt. Ja, sind wir auch durch, haben wir gestern gelernt. Und dann eben Pay-as-Build Margin Pricing, das ist ja aber geklärt, was es wird. Full Activation Time haben wir drüber geredet, die Aktivierungssignale. Und dann, was ist eigentlich mit Smart Balancing? Ja, weil Smart Balancing würde ja Sekundärregelleistung reduzieren, aber ja eigentlich getriggert durch das Regelzonensaldo in meiner Regelzone. Und wenn jetzt hier Sekundärregelleistung aber aktiviert wird in Deutschland, weil in einem Nachbarland was passiert. Also man merkt schon, das wird irgendwie auch komplizierter mit dem Ansatz. Also im Hinterkopf behalten, das hängt auch irgendwie alles zusammen. Ja, was hat sich die EU da überlegt? Wie soll man das jetzt bitte angehen? Da gibt es so einen Gründerpool an den Netzbetreibern, die vorangehen, die so ein Pilotprojekt aufsetzen wollen. Die haben sich dann auch auf den schönen Namen Picasso geeinigt, den dieses Pilotprojekt tragen soll. Und Ende 2021 soll das dann noch alles so
seinen Lauf nehmen und dann implementiert werden. Also wie gerade schon gesagt, Margin Pricing wird dann nächstes Jahr kommen und dann werden alle Produkte, Zeitlinien sollen alle so harmonisiert werden, dass das dann europäische Regelenergiemärkte gibt. Man darf gespannt sein, ob das so klappt. Das ist natürlich eine Frist von der Verordnung, da kann man immer noch irgendwie einen Aktionsplan vorlegen, das dauert ein Jahr länger, da lassen sie sich sicher mit sich reden, aber geplant ist, dass Ende nächsten Jahres schon vereinheitlicht wird. Genau, hier nochmal auf der Karte, wer sich da alles beteiligen möchte, ein paar Observer sind dabei, aber die meisten werden da wohl mitmachen. Ja, ich springe so ein bisschen Smart Balancing, Sekundärregelleistung, aber ich hoffe, Sie können alle folgen. Jetzt wollte ich nochmal ganz kurz, wo es hier um Sekundärregelleistung ging, auf diese Imbalance-Netting-Geschichte zurück, die Herrn Schäfer gestern schon erzählt hat. Nochmal zur Erinnerung, es geht darum, das ist hier auf einer Grafik von N2E schön dargestellt, man hat in einem Land, also Übertragungsnetzbetreiber A hat einen Kraftwerksausfall, Übertragungsnetzbetreiber B hat einen großen Verbraucher, der ausfällt und ja, heute würden sie beide, einer wird hoch, einer runter regeln und mit Imbalance Netting passt, keiner macht irgendwas, spart natürlich viel Geld und vor allem vermeidet es da unnötigen Einsatz von Regelenergie. Und das ist ja eine sehr schöne Erfolgsgeschichte, tatsächlich startete es eben hier in Deutschland, ganz links sieht man 2010, da war es noch die Grid Control Corporation, wo dann die vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber auch auf Bitte der Bundesnetzagentur sich zusammengesetzt haben und überlegt haben, wie sie das vermeiden können, dass gegeneinander geregelt wird. Also haben sich dann diesen Controller dort ausgedacht und dann war relativ schnell klar, denke ich, das kann man auch um weitere Netzbetreiber ergänzen. Ja, und so ist die Erfolgsgeschichte quasi, immer mehr sind beigetreten. Der Vorteil ist hier, man muss keine Märkte harmonisieren oder irgendwas, man muss eigentlich nur dieses Regelzonensaldo kommunizieren zu seinen Nachbarländern. Einer muss das durchrechnen, optimieren und das neue Signal zurückgeben. Also entweder, ja, das ist dein Regelzonensaldo und es bleibt dabei, oder kannst du mal 100 Megawatt abziehen, das haben wir hier verrechnet mit einem Nachbarland. Also ein bisschen IT-Infrastruktur, aber man muss da eigentlich nicht viel an den Märkten anpassen. Das heißt, da sind wir schon gut dabei. Man sieht, es sind schon jede Menge Länder hier drin und dieses Jahr sollen laut dieser Homepage von N2E sogar noch vier weitere Länder dazukommen. Also das ist schon mal eine schöne Sache. Ja, und der Vollständigkeit halber hier nochmal das Gleiche. Es gibt noch MARI, das wird dann für Minutenreserve so ein einheitlicher Markt. Will ich jetzt nicht drauf eingehen. Was ich noch mal kurz zeigen wollte, das war gestern schon, einmal hier auf dem Bildschirm zu sehen, das ist diese ja, die Infrastruktur, wo einmal Imbalance Netting berechnet wird. Also man hat hier diesen sogenannten Host TSO, also ja, ein Übertragungsnetzbetreiber, der entsprechend die Signale von allen anderen bekommt. Der, na, hier schön in grün dargestellt, der optimiert das, berechnet das, nettet das gegeneinander auf und gibt dann entsprechend das verbleibende Saldo, was sie bitte ausregeln sollen, zurück. Und die Aktivierung, die bleibt aber innerhalb der Regelzonen. Also da muss man jetzt keine Anpassung dieser Signale erstmal vornehmen und auch diese Rampen, die da sich unterscheiden, das ist dann auch in Ordnung. Es wird erstmal nur geguckt, ja, das wird jetzt aufgenettet, wir sparen uns das gegeneinander regeln, aber alles danach bleibt, wie es in den einzelnen Ländern geregelt ist. Noch, jetzt kommen ja die Märkte, die auch harmonisiert werden sollen, genau. So, jetzt bin ich schon bei den Implikationen für Deutschland. Ich habe es ja immer schon gesagt, wenn es ja, wenn es eine Änderung für Deutschland bedeutet, nochmal hier zusammengefasst. Die Regelenergiemärkte werden sich ändern. Es wird Marginal Pricing geben. Die zeitliche Abfolge wird mit den Nachbarländern synchronisiert, vermutlich ganz nah in Echtzeit, so steht es in der Verordnung. Die Produkte müssen harmonisiert werden.
Und dann am Ende werden die Märkte zusammengelegt und dann hat man natürlich ein ganz anderes Gefüge von Liquidität, also Konkurrenzsituation sollte nach der ja, allgemeinen Lehre ja dann zu Wohlfahrtssteigerung führen. Mehr Liquidität, mehr Konkurrenz, so die Idee. Auf der anderen Seite, die Balancing-Strategien, die dürfen sich weiterhin unterscheiden. Also dieser Ausgleichsenergiepreis in einem Land, das wurde, da gibt es ein paar zu in dieser Verordnung, aber ist relativ offen gehalten. Also jetzt, das ist auch Streitthema auf jeden Fall, gibt es ja neuere Dokumente, wo es nochmal im Anhang aufgelistet ist. Also ist auch dieser holländische Ansatz ist weiterhin erlaubt, da haben die vermutlich für gekämpft, dass das da drin landet explizit. Aber auch das, was wir in Deutschland machen, ist erlaubt. Also da kann eigentlich jeder weiterhin machen, was er möchte, weil vermutlich jeder von seinem Ansatz auch sehr überzeugt ist. Würde ich mal von ausgehen. Und ja, Smart Balancing weiterhin eine interessante Option. Nichts, was dagegen spricht, also aus der regulatorischen Sicht. Aber ja, auch jetzt nichts, wo man sagen müsste, das muss jetzt kommen. Gibt es ein paar Punkte, wo man sagen könnte, ja, das ist doch Smart Balancing. Aber komme ich später noch drauf. Ja, genau. Jetzt noch ein letztes Mal, im nächsten Blog wird es das nicht mehr geben, ein letztes Mal auf den Punkt Engpässe zu sprechen kommen. Das hat auch ein bisschen, ja, hat es auch ein bisschen in die Nachrichten geschafft. Was mit der Geburtszone, Einheitsgeburtszone Deutschland? Es gibt nicht die Balancing Guideline, aber ein anderes Dokument zur Regelung von strukturellen Engpässen. Dazu ein kleiner Rückblick. 2018 war Deutschland-Luxemburg, ist heute immer noch eine Regelzone, mit Österreich gekoppelt. Und da haben, das haben wir gestern auch schon mal gehört am Rande, da haben sich die Nachbarländer ja, beschwert, weil so ein riesen Leistungsfluss, also wenn man jetzt sagt, das ist eine Geburtszone, dann heißt das ja auch hier in Nordfriesland, der Windanlagenbetreiber, der kann seinen Strom an eine Börse stellen und in Wien kauft das jemand und dann den Rest, bitte Netzbetreiber, macht mal. Also das ist ja die Idee von einer Geburtszone. Aber wie man sieht, quer durch Europa ja, fließen die Energien natürlich den Weg des geringsten Widerstandes, also auch durch die Länder, die mit dieser Regelzone eigentlich gar nichts zu tun haben. Also wir haben die Kopplung der Marktzone gehabt. Und was passiert, jetzt ist hier dieser Grafik von Herrn Kunz von Tenet, jetzt noch zusätzlich so ein, ja, eine Congestion, also eine ja, ein Ausfall in der Leitung oder Runterregeln in der Leitung mit drin. Das heißt, dann erst recht gibt es halt diese Loopflows, also unterschiedliche Verteilung der Energieflüsse durch die anderen Länder. Und was ist das Problem dabei? Hier steht es nochmal, die Loopflows. Das Problem dabei in Polen zum Beispiel wurde das ja nicht an den Märkten so berücksichtigt, dass da jetzt von Deutschland über Polen, über Tschechien nach Österreich der Energie fließt. Also die haben ihre Kuppelstellen ja ausgelegt für den Handel, den sie selber betreiben und ein bisschen noch Puffer drin, aber auf jeden Fall nicht für den Handel von Schleswig-Holstein nach Wien. Das ist da nicht vorgesehen. Da gab es dann entsprechend Beschwerden und dann ist es auch rückgängig gemacht worden. Also heute haben wir wieder zwei Geburtszonen. Ja, eben aus diesen Gründen. Und jetzt kommt das. Das kann ich mal kurz wirken lassen. Elektrizitätsbinnenmarkt, EU-Strommarktverordnung. Was sagt das aus? Ist ja ganz spannend, ist schon Vergangenheit eigentlich, 1. Januar 2020, mindestens 70% der Kapazitäten von kritischen Netzelementen müssen für den grenzüberschreitenden Stromhandel freigegeben werden. Und das ist vor allem dann das Beispiel Dänemark zu nennen. Die würden natürlich super gerne ihren gesamten Windstrom durch Deutschland nach Zentraleuropa verkaufen. Aber weil wir ja schon selber da Netzengpässe ohne Ende haben, ohne den dänischen Strom oder auch mit, ist das halt nicht möglich mit der aktuellen Infrastruktur. Und dann gibt es eben besonders aus der skandinavischen Richtung dann den Vorschlag, macht doch zwei Geburtszonen aus Deutschland. Ja, wie gesagt, das ist die 70%, die können wir so nicht einhalten. Und nach dieser Elektrizitätsbinnenmarktverordnung müsste das dann eigentlich auch zur Folge haben, dass man die Geburtszonen ändert. Es sei denn, man reicht einen Aktionsplan ein und das ist geschehen. Wir haben ja noch eine Geburtszone. Und jetzt haben wir quasi bis zum 31. Dezember 2025 Zeit. Genau, das ist hier ein Dokument vom BMWI unten auch nochmal angegeben.
zum Nachlesen, also Riesenmaßnahmenpaket, wie man das gewährleisten möchte, dass das klappt. Ja, am Ende hauptsächlich der Netzausbau natürlich zu nennen. Und ja, Motivation, man möchte natürlich dieses Gefüge in Deutschland erhalten, weil jetzt da irgendwie zwei Geburtsstunden draus machen, ja, können wir später nochmal drauf kommen. Da möchte ich Sie nochmal aktivieren und fragen, was Sie davon denken, aber kann halt auch dazu führen, dass da Unsicherheit am Markt entsteht und vor allem die Menschen, die jetzt hier in Norddeutschland investiert haben in Erzeugungsanlagen, ja, die gucken natürlich doof aus der Wäsche, wenn der Preis auf einmal viel kleiner ist. Auf der anderen Seite die Produzenten, die Energieverbraucher in Süddeutschland, die würden sich auch nicht freuen, wenn auf einmal der Strompreis höher ist. Also das, wenn man auf einmal sowas macht, das würde vielen einen Strich durch die Rechnung machen. Es gibt natürlich Gewinner, aber eben auch Verlierer. Genau, Aktionsplan Geburtszone hat Deutschland eingereicht, das haben wir noch wieder 5 Jahre. Und, aber es bleibt spannend. Also auch hier ein bisschen Souveränität abgegeben an die EU. Das ist eine Einschätzung von Stiftung Umwelt Energierecht, die ich hier mal nochmal als Leseempfehlung, wen das interessiert, geben möchte. Ja, wir haben quasi Ausgangspunkt einen strukturellen Engpass, der wurde festgestellt in Deutschland. Dann gibt es einmal ganz links, das wollen wir ja nicht, Änderung der Geburtszonen. Dann ja, gibt es da eben die Möglichkeit, einen Aktionsplan vorzulegen oder zu erarbeiten, da sind wir jetzt drin. Und dann wird entsprechend geguckt am Ende, das sind wir auf der nächsten Seite, wir sind jetzt hier in dem mittleren Zweig quasi. Ja, wenn wir das nicht schaffen, bei Nichterreichen der Verlaufskurve, bei Nichterreichen dieser Mindestkapazität, dann muss ein einstimmiger Beschluss der maßgeblichen Mitgliedstaaten, also müssen wir uns mit den Skandinaviern an den Tisch setzen und uns da irgendwie einigen. Das ist dann die Konsequenz. Also wird spannend, denke ich. Ich hoffe natürlich, dass es dann erreicht wird und entsprechend möglichst viel Windstrom aus Nordeuropa auch in den Süden verteilt werden kann. Das ist natürlich die schönere Variante. Aber ja, so in der eigenen Hand liegt das gar nicht mehr so hundertprozentig. Man muss sich zumindest mit den anderen an einen Tisch setzen. Ja, genau, da würde ich Sie jetzt gerne bitten. Wir hatten ja gestern schon den Versuch einer Umfrage. Wir haben das gestern nochmal getestet. Heute soll es klappen. Ich zeige Ihnen gleich nochmal den Link. Was denken Sie, was hier die schönste Variante ist? Wir haben über die heutige Konfiguration geredet, Rekonfiguration. Da würde wahrscheinlich Deutschland, wenn man es optimiert, nach dem heutigen Netz in verschiedene Zonen aufgeteilt werden. Man könnte auch sagen, komm, wir machen ganz Europa nodale Preise. Im Hinterkopf behalten, könnte zu Wohlfahrtssteigerung führen, aber es gibt immer Gewinner und Verlierer. Und eine kleinere Geburtszone, haben auch weniger Liquidität, muss man auch wieder schauen. Ne? Dann gibt es wieder Increase-Decrease-Gaming bei nodalen Preisen, also gibt viele führen wieder. Und genau, würde ich Sie gerne einmal bitten, hier ist der Link, einmal nochmal auf Pingo zu gehen. Wenn Sie das noch offen haben, einfach refresh, aber noch nicht, weil ich muss natürlich hier einmal das starten. Jetzt werde ich zeigen das noch einmal. So, der Link. Jetzt können Sie es gerne einmal neu laden, wenn ich hier ein paar Nicker sehe. Klappt? Sehr gut. So, 20 Sekunden, aber ich kann es auch vorher beenden, wenn alle durch sind. Ah ja, oh klar, die Fragen sind hier nochmal. Also A, quasi ganz Europa eine Bieterzone, Kupferplatte Europa. B,
bitte so, wie es ist. C, neue Geburtszonen und die ganz exakte Preissignale an jedem Knoten. Und jetzt könnte die Zeit aber auch schon um sein. Ja, spannend. Also wir haben hier 5% eine Zone für ganz Europa. Das wäre natürlich für Erneuerbare super. Könnte sich eine Wolke, die dann irgendwie über ein Solarfeld in Spanien unerwartet erscheint, dann mit einer Böe hier in Nordeuropa irgendwie ausgleichen. Das wäre natürlich klasse. Weiterhin die bestehenden Gebote, 15% und der größte Teil tatsächlich neue optimierte Geburtszonen. Ja, spannend. Und dann noch 30% nodale Preise. Ich hatte das ja mal vorgestellt und die Idee ist ja, dass im Grunde eigentlich mit der Frequenz die ganze Zonen gelten könnte und nur wenn ich irgendwo einen Engpass habe, dann entsteht das ein nodaler. Ja, das wäre bestimmt. Ja, ja, gut, so eine Hybridlösung, würde ich mal behaupten, ist dann wahrscheinlich auch das Naheliegendste. Aber ja, sehr schöner innovativer Ansatz. Sehr schön, ja. Ja, das wollte ich nicht vorher zeigen, aber was ein bisschen gegen eine Aufsplittung in Deutschland spricht, das ist eine ganz neue Simulation oder Simulationsergebnisse aus Karlsruhe. Ist so ein Preprint, ist glaube ich noch nicht offiziell veröffentlicht, aber kann man auf der Seite entsprechend sich anschauen. Die haben sich angeguckt, links sieht man das, ganz viele Punkte in Deutschland und dann noch so ein paar in den Nachbarländern, Energieflüsse, geguckt, wo sind Netzengpässe und haben dann anhand dessen eine Optimierung gemacht, wo man die Grenze ziehen müsste, damit das ja, nach Möglichkeit weniger Engpässe gibt. Kommt dann irgendwie sowas raus. Und das führt dann wohl auch zu kurzfristiger Wohlfahrtssteigerung. Aber was die Kollegen dann auch gemacht haben, sie haben dann eine dynamische Simulation bis 2050 vollführt, wo sie den Netzentwicklungsplan berücksichtigt haben, geplanten Zubau erneuerbarer Energien und Zubau konventioneller Kraftwerke. Und dann zeigt sich, die Geburtszone, die sich 2020 einstellen würde, die ist, also diese Optimierung, die ist dann relativ schnell überholt, weil ja Netze geplant werden. Das heißt, wo würde man jetzt heute die Grenze ziehen oder auch 2025, wo sollte man die Grenze ziehen? Berücksichtigt man schon die Netze, die in 30 Jahren gebaut sein werden oder die wir heute haben oder irgendwas dazwischen? Gar nicht so trivial. Und wenn man jetzt sagt, ja, dann aktualisieren wir das halt alle 5 Jahre, dann hat man wieder ja, die Idee von diesen verschiedenen Geburtszonen eigentlich unterwandert. Man will ja, die ursprüngliche Motivation von 2 Geburtszonen ist ja, wir haben dann in Norddeutschland geringere Preise, dann kommt Industrie dahin, beziehungsweise in Süddeutschland haben wir höhere Preise, dann wird Erzeugung dort gebaut. Oder ja, im Endeffekt sind das ja die Ideen, die man hat. Wenn man das andauernd neu konfiguriert, ja, dann hat auch keiner da irgendwelche stabilen Anreize und dann kann man sich das auch sparen. Also bevor ich das gelesen hatte, hatte ich auch gedacht, ja, vielleicht macht das ja Sinn, aber mit den Argumenten denke ich gar nicht so einfach. Ich will das hier, ich kann das nicht beantworten und finde es spannend, was Sie da eben so für ein Bild abgegeben haben. Aber genau, es ist kontrovers, sage ich mal. Und ich finde den Ansatz vom BMW da sehr gut zu sagen, nee, das ist so wie es ist alles gut. Vor allem denen gegenüber, die jetzt hier schon Anlagen betreiben, Strom verbrauchen, denen jetzt da irgendwie so eine Riesenänderung zuzumuten im Nachhinein, das ist irgendwie nicht fair, finde ich einen guten Ansatz. So, dann, achso genau, ne? Was bleibt? Kurzfristige Wohlfahrtssteigerung haben Sie erkannt, Geburtszone 2020 ist aber schnell überholt. Also als was, ja, noch, das ist dann die letzte Slide für diesen ersten Vortrag. Zusammenfassung EU-Winterpaket. Ich konnte das natürlich nicht in dieser kurzen Zeit alles erzählen, was da drin ist und das habe ich auch gar nicht alles im Kopf. Nicht alle Verordnungen, die man da mit zuzählt, mir durchgelesen. Ich habe versucht, die wichtigsten Dinge für Sie einzuordnen. Die N2E-Marktplattform, also diese europäischen Einheitsmärkte für Regelenergie, die werden wohl kommen. Da sind alle fleißig dran. Es gibt noch Detailfragen.
Das bedeutet für Deutschland, Regelenergieprodukte werden sich wohl ein bisschen ändern. Und für ganz Deutschland heißt das mehr Liquidität oder für ganz Europa in diesen Märkten und dann wahrscheinlich auch mehr Wohlfahrt. Also unterm Strich wird es günstiger, ist ja schon mal gut. Imbalance Netting, ganz spannend. Da haben wir jetzt irgendwie so eine Pole Position gehabt, historisch bedingt. Und jetzt schließen sich alle hier an den deutschen Optimierer an für sekundäre Leistung. Eigentlich auch ganz cool. Ja, Netzing Pass ist noch ein Problem. Bleibt ein bisschen offen, 2025 zu klären, ob wir die Geburtszone so beibehalten dürfen, ob was die unsere Nachbarländer dazu sagen, wenn wir es nicht schaffen, auf die ja, diese angeforderte Kapazität freizumachen. Ja, und was jetzt mit Smart Balancing? Schauen wir uns im nächsten Block an